Für den Fransengürtel braucht ihr Schneideunterlage, eine Haut Nappa-Leder, da ist so die durchschnittliche Größe 8 Quadratfuß, Rollmesser, Lineal, einen Lederkleber, Maßband, einen Kugelschreiber, Garn, Ledernähnadel für die Nähmaschine und eine Sicherheitsnadel. Ich habe mir jetzt hier ein Rechteck eingezeichnet. Das ist ungefähr von der Saumkante 65 cm entfernt. Am Saum gehen wir so ein bisschen dem Verlauf des Leders nach und dann können wir es gleich mit dem Rollmesser ausschneiden. Dann geben wir das Restleder weg. Das brauchen wir später wieder. Dann zeichnen wir uns eine Parallelenlinie bei 8 cm entfernt von der Bundkante ein. Bevor wir beginnen, die Fransen zu schneiden, müssen wir uns das Teil für den Bund noch wegklappen, weil hier sollen ja keine Fransen geschnitten werden. Dazu klappe ich das genau an der Linie, die wir uns gerade eingezeichnet haben, um die Schneideunterlage herum. Und dann beginnen wir mit den Fransen. Die Fransen können jetzt quasi hier genau beginnen an der Kante bis nach unten an die Saumkante. Wenn alle Fransen geschnitten sind, klappen wir uns unsere Bundkante zu dieser 8 cm eingezeichneten Linie um. Und dann steppen wir hier knappkantig und hier genau an der Kante den Bund ab. Wir nehmen die äußerste rechte Franse und weben diese nun auf die linke Seite durch. Also immer eine Franse oben, eine unten. Wenn wir die erste Franse gewebt haben, fixieren wir sie mit einem Klebepunkt auf der Rückseite. Dann nehmen wir die erste Franse von links und weben diese auf die rechte Seite. Wir fixieren das jetzt mit einem Punkt Kleber und wiederholen diesen Vorgang noch zweimal. Wenn wir die letzte Reihe gewebt haben, dann nehmen wir noch die oben liegenden Fransen und diese fixieren wir mit einem Punkt Kleber, damit uns das ganze Gewebte nicht nach unten abrutscht. Aus dem Restleder haben wir uns nun noch die Teile für den Gürtel zugeschnitten. Das sind zwei Gürtelteile, die sind 5 cm breit, a 55 cm lang. Und zwei Fransenteile, die sind ebenfalls 5 cm breit und ungefähr 40 cm lang. Die beiden Gürtelteile habe ich jetzt bei 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Dann legen wir die Fransen drunter. Dann steppen wir uns das hier knappkantig ab. Nach dem Ansteppen der Fransen legen wir uns den Gürtel in Bruch. Wir steppen uns nun die Bruchkante hier knappkantig ab und die beiden Kanten hier zusammen. Wenn wir uns nun unseren Gürtel zusammengesteppt haben, müssen wir diesen nur noch in das Fransenteil einfädeln. Dazu nehmen wir uns eine Sicherheitsnadel zur Hilfe. Diese pieksen wir an die Enden der Fransen. Dann machen wir die Sicherheitsnadel zu und gehen mit der durch den Tunnel, den wir uns vorhin genäht haben. Dann können wir die Sicherheitsnadel wieder entfernen. Und fertig ist unser Fransengürtel.